Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive. Ich habe nämlich gerade eben Post bekommen und da war das hier drin. Es ist ein Tag vor Release Day. Das heißt, ich habe jetzt noch einen Tag Zeit, das zu lesen und euch vorzustellen. Aber ich dachte mir, vielleicht kann ich das ja einfach hier ein bisschen vorziehen und euch schon mal zeigen, was so in dieser Box drin ist. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Wir schneiden das jetzt mal zusammen auf und dann gucken wir, was drin ist. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin ja relativ neu bei der Blogger-Jury, deswegen weiß ich noch nicht so genau, ehrlich gesagt, ab wann ich halt so Sachen zeigen darf und sowas. Ich habe jetzt aber mal eine E-Mail geschrieben. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen klären können. Okay. Erstmal ist die Box halt nicht anders eingepackt, was ich ein bisschen schade finde, um ehrlich zu sein, weil ich habe hier halt jetzt so Schmutzstreifen vorne drauf vom, keine Ahnung, Lieferdienst, Auto oder von der Treppe, wo er es draufgestellt hat oder so. Das finde ich halt ein bisschen schade und der Karton ist auch so ein bisschen angegriffen. Sieht nicht so super hübsch aus, ehrlich gesagt. Und dabei finde ich den eigentlich schon ziemlich geil, wenn ihr euch den mal anguckt. So sieht schon nett aus eigentlich. So, gucken wir mal, was drin ist. Oh, yay! Okay, was auch immer das ist, ich mach's einfach mal auf. Ich habe noch nie was bekommen. Ich habe noch nie so ein Paket bekommen. Ich bin so unglaublich happy. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Richtig geil. Ich habe auch schon das Video für mein zweites Rezensionsexemplar fertig. Das habe ich aber vor dem hier bekommen. Deswegen habe ich es ja auch schon fertig, obviously. Und da war ich noch mehr hyped. Das kommt übrigens in 2 Tagen auch. Ah, ja. Es ist ein Stadtplan von Edinburgh, also kein richtiger Stadtplan. Es sind keine Straßennamen drauf verzeichnet. Aber hier sind so dunkle Linien, wo ich mich schon frage, was das bedeutet, ob die da irgendwie waren oder keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt drauf. Dann, ich muss hier mal ein bisschen Chaos machen. Alles klar. Wir haben ein Lesezeichen. Sieht sehr süß aus. War in dem ersten Buch auch drin, wenn man es so im Laden gekauft hat, wie ich damals noch musste. Dann, krass. Ein Füller von Faber-Castell. Heftig. Ich habe, glaube ich, seit der Grundschule keinen neuen Füller mehr gekauft. Und Faber-Castell ist auch nicht gerade preiswert. Das finde ich echt cool. Mit einer einen Patrone rote Tinte. Das hat bestimmt was mit dem Buch zu tun, was wir noch nicht wissen. Dann, ich hole mal das Buch raus. Es ist einfach so schön. Ich stelle das mal auf Seite. Dieses Cover ist einfach so geil. Ich erinnere mich noch daran, dass ich bei Teil 1 dachte, oh Gott, mein Auge. Oh, sorry, ich trage gerade Kontaktlinsen und ich bin gar nicht daran gewöhnt, aber ich dachte mir so, okay, wann ist es besser, sich an Kontaktlinsen zu gewöhnen, als im Lockdown, wo man die jederzeit rausnehmen kann, weil man immer zu Hause ist, aber es ist unangenehm. Also, ich weiß noch, dass ich das gar nicht kaufen wollte, weil ich mir dachte, boah, das ist wieder so ein New Adult Scheiße. Nichts gegen Leser von New Adult. Ich lese es auch manchmal gerne. Aber ich war so richtig, nee, das kaufe ich nicht. Und dann habe ich das so oft auf Instagram gesehen, dass ich mir dachte, okay, ja, ich gucke es mir mal an. Und es hat halt einfach so einen Chroniken der Unterwelt-Charakter, dass ich es richtig feier. Und ich finde die Cover einfach von dem zweiten Teil und von den anderen auch, die wurden ja schon angeteasert, so schön einfach. Ich freue mich richtig darüber, die alle im Regal stehen zu haben. Die sind so geil. Das hier ist jetzt ein klein bisschen dunkler als bei Teil 1. Ich blende euch Teil 1 mal hier ein. Mit so ein bisschen, ja, mehr lila und einfach so ein bisschen dunkleres Blau. Teil 1 war ja so sehr himmelblau. Und Titel, ja, Midnight Chronicles Teil 2 Blutmagie. Ich bin gespannt. Diesmal steht Laura Kneidel auch oben. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Vielleicht muss ich mal recherchieren. Vielleicht weiß es aber auch einer von euch. Meine Vermutung wäre jetzt, dass die halt, also dass die beiden Autoren das vielleicht gesagt haben, okay, ich schreibe Teil 1 hauptsächlich und du Teil 2 hauptsächlich. Oder vielleicht haben die auch gesagt, wir wechseln uns einfach ab, keine Ahnung. Auf jeden Fall liebe ich ja Laura Kneidel, deswegen fände ich es geil, wenn sie da hauptsächlich geschrieben hat. Ich habe übrigens noch gar nichts von Bianca Josivoni gelesen, also sehr geil. Okay, ich wollte gerade das Lesezeichen einfach reinlegen, aber hallo! Signatur! Wie geil! Ich wusste gar nicht, dass es auch signiert wird dann.
Cool. Boah, ich bin ein richtiger Anfänger. Ich fühle mich wie so ein voll der Noob. Aber egal. Ich liebe es. Es ist so geil. Okay, dann machen wir mal weiter. Oh, ein Poster. Ich sehe es kommen. Ich fühle mich ein bisschen in so eine Bravo-Zeit zurückversetzt, wo ich mir Bravos gekauft habe für die Poster. Wart ihr auch so? Ich hab einfach mein ganzes Zimmer mit Twilight-Postern damals so zu tapeziert. Ich habe auch, das muss ich ganz kurz erzählen, ich habe dann zu Weihnachten ein 3D-Poster bekommen. Das war bestimmt 1 Meter mal, keine Ahnung, 80 oder so. Es war, nee, ich würde sagen, eher so 1,50 Meter mal 1 Meter oder so. Es war so krass. Es war richtig schön, aber voll schade, dass es dann, als ich halt kein Twilight-Fan mehr war, war das halt nicht mehr so geil. Und voll teuer. Ja, wir haben hier ein Poster von, ich nehme mal an, den beiden Protagonisten. Ich finde es irgendwie cute. Obwohl ich mir halt auch denke, so, ich würde es mir jetzt nirgends hinhängen. Aber für die Leute, die das halt cool finden, gerne. Hier auf der Rückseite haben wir dann nochmal das Cover drauf. Das finde ich auch ziemlich schön. Ich stelle es mir halt schon auch ästhetisch vor, sage ich mal, also eingerahmt irgendwo hängen, aber ich habe halt eine Dachgeschosswohnung und ich habe gar keinen Platz für sowas. So, kommen wir zum letzten Ding in meiner Box. Ich finde es einfach so cool, dass ich dabei bin. Danke übrigens an der Stelle an den Lux Verlag und die Blogger-Jury und den Löwe Verlag. Ich finde es so cool, dass man da halt sich einfach anmelden kann und dann kriegt man vielleicht was zugeschickt. Also, ich bin zu dumm, das zu öffnen. Ja, wo habe ich mein Messer? Sieht mir stark nach einem Notizbuch aus. Ich fände einen Kalender cool, weil ich keinen habe, aber das kann man wohl nicht erwarten. Ja, es ist ein Notizbuch. Es ist so gepunktet, also keine Linien oder Kästchen. Ich finde es wirklich cute. Ja. Notizbücher sind generell immer gut. Also immer. Man braucht das immer. Egal. So, das Paket ist ausgepackt. Ich mache mich jetzt direkt ans Lesen. Und für euch geht es natürlich nahtlos weiter mit der Rezension. Moin, Freunde. Wenn ihr euch jetzt denkt, wow, sieht die verklatscht aus, dann ja, ich fühle mich auch so. Nachdem gestern so gegen 3 Uhr die Luxbox ankam, habe ich mich direkt dran gemacht, das Buch zu lesen. Ich habe bis 1 Uhr nachts durchgelesen. Ich hatte meine Kontaktlinsen ja an, ihr erinnert euch vielleicht. War ja für euch gerade erst. Meine Augen waren einfach tot. Die waren so richtig ausgetrocknet und ekelhaft. Aber ich habe das Buch durch. Und jetzt kann ich es euch auch vorstellen. Es geht um natürlich Midnight Chronicles Teil 2 Blutmagie. Das Buch hat 414 Seiten, kostet in der broschierten Ausgabe, es gibt auch keine andere, 14,90 €. Und ja, das war es eigentlich auch. Worum geht es? Es geht um die Protagonisten Jane und Warden. Es geht nicht um Shaw und Roxy. Die tauchen zwar auch auf, aber die eigentliche Story spielt sich zwischen Jane und Warden ab. Die beiden sind im Hunter-Quartier in Edinburgh und da, also Warden kennen wir ja schon aus Teil 1, und da, ja, lebt Jane halt zusammen mit ihrem Partner und die war früher mit Warden zusammen als Hunter-Partner, aber die beiden haben sich schlimm zerstritten und deswegen arbeiten die nicht mehr zusammen. Als dann aber Janes Partner auf einer Mission verschwindet, bei der sie nicht dabei ist, machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach dem und müssen jetzt halt so ein bisschen austüfteln, ob sie vielleicht doch noch zusammenarbeiten können und natürlich, was da eigentlich so im Gange ist. Wie gesagt, Roxy und Shaw tauchen auch auf. Wer Teil 1 gelesen hat, der erinnert sich, dass die beiden am Ende nach Edinburgh aufbrechen, zusammen mit Warden. Und deren Story wird ja auch ein bisschen angeschnitten, aber es geht hauptsächlich nicht um die beiden. Wie hat es mir gefallen? Das Buch hat mich wirklich von Seite 1 angefesselt. Ich war
mir nicht mehr 100% sicher, was in Teil 1 eigentlich nochmal passiert war. Es ist ja schon was her, dass ich gelesen habe, aber man ist ganz schnell wieder drin und erinnert sich dann doch so an die Basispunkte irgendwie so. Ich war überrascht, dass es nicht um Roxy und Shaw geht. Irgendwie dachte ich, dass es halt auch um die geht, aber anscheinend machen die Autorinnen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich dachte, dass die vielleicht so sich das irgendwie aufgeteilt haben. Anscheinend ist es tatsächlich so, dass die sich halt zwei verschiedene Storylines teilen, die aber halt sich überschneiden und irgendwie auch zusammengehören und so. Finde ich aber mega cool, weil ich mir schon gedacht habe, ja, was brauche ich 8 Bücher über Shaw und Roxy, weil die, also ich meine, dann gibt es so viel Drama und so, dachte ich, dass sie sich mal wieder trennen und bla bla und keine Ahnung, und dann war ich schon ein bisschen enttäuscht, aber dadurch, dass es jetzt hier halt um andere Protagonisten geht, fand ich es wieder mega cool. Generell ist auch so das Feeling im Hunter-Quartier in Edinburgh sehr positiv. Dass die Verbindung zwischen Jane und ihrem Partner Jules und ihrer besten Freundin Ella ist auch sehr, sehr cool dargestellt einfach. Die unterscheiden sich tatsächlich vom Typus her auch einfach sehr stark von Sean und Roxy, die ja eher beide so, ja, ich weiß nicht, die Roxy ist so draufgängermäßig unterwegs und so ein bisschen halsbrecherisch auch. Die Jane ist zwar auch draufgängerisch, aber die hat halt. Boah, ich habe mir gerade so die Zunge verbrannt. Es tut richtig weh. Scheiß Kaffee. Die Jane hat halt richtig heftig was drauf. Also die ist sehr, sehr, sehr krass als Huntress. Und das merkt man ihr halt auch einfach an. Und die ist auch so ein Sportfanatiker und so, was für mich irgendwie besser zu dem Hunter passte als jetzt diese Sportabneigung, die Roxy so an den Tag gelegt hat in Teil 1. Generell fand ich die Geschichte zwischen Warden und ihr, also Warden und Jane, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Die beiden hassen sich, haben so eine Vergangenheit, die auch sehr lange so nur angeteasert wird und dann später ans Licht kommt, was auch alles sehr nachvollziehbar war, wo ich auch sage, ja, okay, jetzt verstehe ich auch den Warden irgendwie besser aus Teil 1 auch. Dann fand ich einfach deren Figurenkonstellation, die sind sich sehr ähnlich und doch auch sehr verschieden, was das Ganze aber auch nochmal doppelt interessant macht eigentlich. Sind halt zwei so richtige Sturköpfe, aber es stört einen einfach gar nicht. Man denkt sich so, ja, cool. Generell ist da viel so, ich sag mal, Streitereien oder so Neckereien. Das fand ich auch sehr sympathisch, auf jeden Fall auch an der Beziehung der beiden dann, die halt auf einer Vergangenheit als beste Freundin und bester Freund fußt. Und da merkt man halt richtig auch, dass die einfach zusammen aufgewachsen sind. Und das fand ich sehr, sehr cool umgesetzt. Dann gab es da auch noch so einen kleinen Cookie für die Laura Kneidel-Fans, den ich jetzt nicht vorhernehmen möchte, aber wenn ihr ihn findet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Nicht spoilern für die anderen, sondern schreibt einfach nur, ich habe ihn. ich habe mich so, so gefreut. Er befindet sich knapp auf der Hälfte des Buches und ich war direkt voll geflasht. Ich war so, oh mein Gott, wie cool! Ja, ich fand es wirklich geil. Ich habe tatsächlich auch noch etwas, das mir nicht so gefiel. Und das hat. Oh, Entschuldigung. Ich bin noch so am Arsch. Das hat mit dem Namen der Protagonistin zu tun. Und zwar wird der Name Jane, Cain, geschrieben. Und am Anfang habe ich den halt so Kane oder so gelesen, ne? Weil ich das so kenne. Aber das war dann irgendwie auf Seite 40 oder sowas oder 50, wurde dann halt klargestellt, dass es wie Jane ausgesprochen wird. Und da war es für mich aber schon vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, aber wenn ich einen Namen einmal so ausgesprochen habe, dann kann ich es einfach zum Verrecken nicht hinkriegen, den zu ändern. Und das hat das Lesen irgendwie sehr anstrengend gemacht, weil ich mich immer wieder ermahnen musste, dass sie Jane heißt. Und das war irgendwie, fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht am Anfang schon, also sehr früh am Anfang schon gesagt wird, wo ich mich noch darüber gewundert habe, dass Kane ja eigentlich kein Frauenname ist.
Naja, so viel dazu. Also, mein Fazit für das Ganze ist auf jeden Fall 5 von 5 Sterne. Ich fand das Buch sehr, sehr geil. Es gibt ganz, ganz viel Action, es gibt viel Spannung und natürlich auch Monster, die wir jagen. Es gibt eine große Oberstory und natürlich auch ganz viele kleine persönliche Schicksale, die hier aufeinanderprallen. Und ich fand es sehr schön komponiert einfach. Es ist wirklich, es erinnert mich sehr an Chroniken der Unterwelt, aber hat nochmal eine andere Spur von Beigeschmack irgendwie, aber eine sehr positive. Ich finde wirklich, es ist sehr, sehr gut gelungen. Also ja, Props an die Protagonisten, an die Autorinnen Laura Kneidl und Bianca Josiboni. Teil 3, Dunkelsplitter, erscheint am 25. August 2021. Da geht es dann wieder um Roxy und Shaw. Damit war es das dann auch mit meinem ersten Rezensionsexemplar vom Lübbe und Lüx Verlag unter dem Hashtag Bloggerjury. Wen es interessiert, schaut einfach mal auf bloggerjury.de rein. Das ist ein Portal, wo man sich halt einfach anmelden kann. Ihr müsst da auch nichts angeben oder Followerzahl angeben oder sowas. Ihr könnt euch einfach anmelden. Ihr solltet aber schon ein Medium haben, wo ihr halt Rezensionen rausbringt quasi. Der Verlag möchte ja Rezensionen haben. Dann bekommt ihr monatlich eine Mail zugeschickt, wo dann die aktuellen Lux- oder Löbe-Aktionen drin sind. Und dann könnt ihr euch für verschiedene Bücher bewerben. Ich habe jetzt Glück gehabt und habe dieses Buch ergattert und ich bin wahnsinnig happy darüber. Also danke an der Stelle an den Lux Verlag, die Bloggerjury und natürlich auch an Lübbe und an die beiden Autorinnen Laura Kneidl und Bianca Josivoni. Ich finde es einfach nur grandios. Beim nächsten Mal geht es um eine Neuerscheinung, die ich auch bei der Bloggerjury gewonnen habe. Ich hole sie kurz. Und zwar geht es um, wenn mein Blick, falsch, wenn dein Blick mich trifft von Alicia Ray, Teil 1 der Forbidden Heart-Reihe, ist eher in die Sparte Romanze einzuordnen. Ich habe es aber schon gelesen. Ich freue mich sehr darauf, euch das vorzustellen. Das Video kommt am 26. am Erscheinungstermin. Und es kommt auch jetzt Her Wish So Dark raus von Jennifer Benkow, auch am 26. Das wird aber wahrscheinlich nichts geben diesen Monat noch, denn ich habe es natürlich wieder bei Thalia bestellt und es wird nicht pünktlich da sein. Die haben es nämlich noch nicht verschickt. Damit war es das dann auch für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Abonnieren-Button betätigt und die Glocke bimmelt, dann könnt ihr auf meinem Account nichts mehr verpassen. Ansonsten schaut doch gerne mal auf meinem Instagram vorbei, da heiße ich auch Liliteratur. Da poste ich auch regelmäßig sowas wie Unpackings zum Beispiel. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.